Die Corona-Krise ist mal wieder um eine seltsame Wendung heute reicher geworden, denn Öl crasht, während die Aktienmärkte steigen. Und eigentlich ist das ja ein bisschen ungewöhnlich, weil man denken könnte, okay, der Ölpreis ist doch etwas, was eine Frühindikation ist für das, was in der Weltwirtschaft passiert. Aber das sind Entkoppelungsprozesse, die teilweise Sinn machen, teilweise keinen Sinn machen. Und die will ich im folgenden Video zeigen. Und wir schauen uns erstmal an, wie zwei Herren hier etwas erstaunt auf das Wasser blicken. Da sehen die praktisch einen Stau, wie man ihn von deutschen Autobahnen kennt. Aber diesmal geht es um Öltanker. Die Lager sind offenkundig so voll, dass man jetzt eben das Öl auf die Tanker verfrachten muss. Und das staut sich. Das staut sich vor der Küste Kaliforniens. Das staut sich vor Singapur. Also das ist teilweise schon chaotisch, was da passiert. Heute Morgen hatte ich diese Grafik schon gezeigt. Da sehen wir unten ja, auch ein Bild aus Kalifornien oder vor der kalifornischen Küste, wo eben die Tanker praktisch sich die Füße platt treten, könnte man sagen. Und das obere Bild zeigte eine Prognose von Goldman Sachs. Die sagen, ja, in 3 bis 4 Wochen sind die Lager komplett voll. Und dann kann man das Öl vielleicht gleich irgendwo hinschütten, im Garten oder ins Wasser oder keine Ahnung. Jedenfalls ist das nicht unbedingt ein guter Vorbote für den Ölpreis. Ist es ein guter Vorbote für die Aktienmärkte? Das wird sich zeigen. Jedenfalls sehen wir an so vielen Fronten, hier zum Beispiel ein Schiffsindikator, Shippers View of Demand für die nächsten 3 Monate. Also wie wird die Nachfrage sein aus Sicht derjenigen, die solche Schiffe betreiben? Ziemlich kollabierend sieht man hier. Wie ist die Prognose der Reeder für die Rates, also für die Frachtraten? Wie werden die Preise sein? Auch hier ziemlich starker Kollaps, da ist von Erholung nicht sehr viel zu sehen. Also wir sehen, das ist natürlich schon eine Kombination aus viel Angebot an Öl und immer weniger Nachfrage, nicht nur im Schiffsbereich. Wir sehen das etwa hier auch im Flugbereich. Boeing hat heute gesagt, ja, wir müssen viel mehr Geld uns noch leihen in den nächsten 6 Monaten und es wird Jahre dauern, bevor wir wieder mal eine Dividende zahlen können, denn es wird 2 bis 3 Jahre dauern, so die Schätzung des Boeing-CEOs, dass wir die Levels, die Niveaus von 2019 erreichen, was den Flugverkehr betrifft und viele Jahre dann noch, bis wir da vielleicht eine Steigerung wieder reinkommen. Die Frage ist, ob die Annahme schon optimistisch ist, dass es 2019 wieder den gleichen Flugverkehr geben wird. Das muss man sehen, das muss man abwarten. Aber dass Öl heute so unter Druck ist, das hat auch damit zu tun, dass in China ein Sack Reis umgefallen ist. Nein, es ist eine Änderung eingetreten bei der Bank ICBC, große chinesische staatliche Bank, die gesagt hat, naja, wir werden jetzt mal alle offenen Future-Kontrakte praktisch schließen, die zu tun haben mit Crude Oil, mit Natural Gas, also Erdgas, Kupfer und Sojabohnen. Also da sieht man, dass möglicherweise hier einige chinesische Future-Trader Probleme hatten und hier zwangsliquidiert wurden oder praktisch vor dieser Drohung einer Zwangsliquidierung eben dann Long-Positionen haben glattstellen müssen. Das erklärt vielleicht zum einen Teil, warum der Ölpreis heute so stark unter Druck ist. Aber im Grunde ist das, was in den Aktienmärkten passiert, ein bisschen Kasperltheater, wie man in Bayern sagt, denn die großen Dinger, die kommen jetzt. Wir haben morgen Pfizer, BP, aber vor allem Alphabet. Wir haben am Mittwoch Boeing, das wird spannend. Wir haben Tesla, wir haben Facebook, wir haben Microsoft. Am Donnerstag dann Amazon, Apple und am Freitag nochmal Exxon Mobil. Es ist das erste Mal seit 2015 in der Geschichte und das zweite Mal in der Geschichte überhaupt, dass die ganz großen Tech-Player alle in einer einzigen Woche berichten. Das hat man ziemlich eng aneinander gepackt und dazu noch die FED-Sitzung am Mittwoch, also da ist einiges am Start, da ist einiges los. Ich hatte diese Grafik schon mehrfach gezeigt, diese totale Dominanz dieser 5 großen Tech-Aktien, die also nur 1% des Index stellen, es sind ja 500 Aktien im S&P 500, aber über 20% der Marktgewichtung. Da ist also eine unglaubliche Konzentration und wir sehen das an so vielen Fronten, die Marktbreite, sogenannte Market Breadth. Hier sehen wir praktisch die fehlende Breite dieser Rallye. Da ist überhaupt nichts zu sehen von einer breiten Erholung. Das findet also vorwiegend in diesen wenigen Aktien statt. Auch wenn wir heute zum Beispiel den Nasdaq nicht so stark sehen, dafür den Russell 2000, diesen Nebenwerteindex, der ein bisschen aufholen kann. Also wir sehen so eine kleine Verschiebung jetzt schon hin, so ein bisschen weg von Tech. Da wird sich der eine oder andere vielleicht denken, ist ja gut gelaufen. Muss ich da vielleicht mal raus langsam, denn die Werte sind ja nicht gerade günstig. Schauen wir uns mal hier die Projektionen an für das erste Quartal 2020, das ja eigentlich erst ab Mitte März schwierig wurde durch den Lockdown. Da sehen wir insgesamt beim S&P
liegt die Konsenserwartung bei minus 15,8%. Das ist doch ein nicht unerheblicher Wert. Der wurde jetzt in letzter Zeit nochmal deutlich weiter nach unten korrigiert, vermutlich in der Absicht, dass man dann über dieses niedrig gelegte Stöckchen auch ganz entspannt drüber springen kann. Wir sehen nach wie vor Energie ganz, ganz schwach. Da erwartet man massive Rückgänge. Consumer Discretionary, also Dinge des täglichen Bedarfs, Financials, Industrials, ganz, ganz schwach, Materials, also alles das, was ja teilweise konjunktursensitiv ist, das leidet. Und das Witzige ist jetzt geradezu, dass die Aktienmärkte, im mindestens die Wall Street, für das Jahr 2020 einen Rückgang erwartet, so um, naja, 20% global, USA, Europa, jeweils ein bisschen unterschiedlich, aber um und bei minus 20%. Aber dann, im nächsten Jahr, wird alles wieder 20% nach oben gehen. So die Erwartung, sodass das ein wunderbares Nullsummenspiel ist, weshalb die Aktienmärkte sich ja eigentlich über die kollabierende Wirtschaft keine Sorgen machen müssten. Die Frage ist nur, stimmt diese Annahme oder stimmt sie eben nicht? Wir haben eine Euphorie, ich hatte auch diese Grafik schon mal gezeigt, heute Morgen, glaube ich, wie oft das Wort FOMO vorkommt in den Medien, Fear of Missing Out, und da sind wir ziemlich weit oben, also man hat Angst, die Rallye zu verpassen. Wir sehen, dass diese Rallye natürlich mit Liquidität zu tun hat, hier die Geldmenge M2, die deutlich und sehr, sehr stark gewachsen ist, so schnell wie schon sehr, sehr lange nicht mehr, klar. Liquiditätsinjektionen durch Fed und Konsorten. Allerdings kommt es eben nicht zur Inflation, weil eben die Geldumlaufgeschwindigkeit nicht mitsteigt, sondern die sinkt sogar. Jetzt ist die Frage, noch sind die Amerikaner ja relativ gut gelaunt, weil sie, wie ich heute Morgen schon gezeigt hatte, teilweise besser fahren mit diesen Gehältern, die sie jetzt kriegen vom Staat, wenn man so will, mit dem Arbeitslosengeld vom Staat. Für über 42% der Amerikaner ist das mehr Geld, als wenn sie sich in zwei oder drei Jobs den Buckel krumm machen müssten. Deswegen haben sie relativ wenig Motivation, vielleicht schnell aus der Arbeitslosigkeit wieder zu entkommen. Aber jetzt wird es ein bisschen eng, denn bisher sagen nur 5% der Amerikaner, dass sie diese Gelder schon erhalten haben aus diesem PPP-Fund, also diesem Payroll Protection Plan Program. Und 35% sagen, naja, ich warte noch, und der Rest sagt, ich bin überhaupt nicht sicher, ob ich es kriege und weiß gar nicht, wann ich es kriege. Und jetzt müssen aber die Amerikaner ihre Rechnungen bezahlen zum 1. Mai. Die Rechnungen sind schon ins Haus geflattert meistens, und am 1. Mai werden sie spätestens fällig. Das wird dann eine lustige Geschichte. Wir sehen, dass wir insgesamt jetzt sozusagen schon eine Verschiebung auch der Politik sehen, eine mentale Verschiebung in den USA. Wir haben jetzt die House Speaker, also die Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, die gesagt hat, ja, die Idee eines Minimum Guaranteed Income, also eines Grundeinkommen, maybe worthy of attention now, darüber sollten wir mal nachdenken, über ein solches Grundeinkommen. Und Sven Henrik kommentiert da, wie ich finde, treffend, here it comes, first corporate socialism, also erst eine Art Firmensozialismus, in dem man irgendwelche Junk-Unternehmen ausbählt, auf Teufel komm raus, und jetzt haben wir dann, wenn wir das Grundeinkommen haben, dann endgültig den vollständigen Sozialismus. Es wird Zeit, dass dieser Lockdown jetzt aufhört, das denken sich viele, und wir sehen in mancher amerikanischen Großstadt, da ist schon ein bisschen Moos an den Häusern. Das ist etwas, was auffällig ist derzeit. Wir sehen, dass Kupfer heute in London sehr, sehr gut gehandelt hat, weil eben, und das ist einer der Gründe, neben der Liquidität für den Optimismus der Aktienmärkte heute, weil man sich sagt, ja, es kommen jetzt diese Lockerungen in vielen Ländern, jetzt geht es bald wieder aufwärts, jetzt werden wir so agieren, wie wir vor der Corona-Krise agiert haben. Die Frage ist, ist das wirklich der Fall oder ist das eine Annahme, die so nicht stimmt? Wir hatten dann auch noch Aussagen von The Donald, der praktisch sagt, naja, also die ganzen Staaten, in Bundesstaaten in den USA, die von Demokraten regiert werden, denen geht schlecht, das muss ja an den Demokraten liegen, und fragt sich, warum solche Staaten wie Illinois, die von Demokraten regiert werden, warum man die überhaupt retten soll. Und warum US-Steuerzahler sozusagen solche schlecht organisierten Staaten, schlecht regierten Staaten ausbailen sollten. Trump hat ja dann gestern nochmal eine Breitseite gegen die Fake-News-Medien losgelassen. Hier sollte man ihnen den Nobelpreis aberkennen. Nun ist das kleine Problemchen, dass es im Literaturbereich bzw. im Journalismus keinen Nobelpreis gibt, sondern wenn überhaupt den Pulitzerpreis. Aber Donald hat dann die Tweets löschen lassen und gesagt, das war doch wieder Sarkasmus. Genauso wie es natürlich ungemein sarkastisch war,
über die Möglichkeit nachzudenken, sich Desinfektionsmittel in die Venen zu spritzen. Naja, kann mal passieren, aber Trump weiß, Fake News, das sind die wirklichen Feinde der Medien und Fake News ist alles, was nicht Trump ist. Das ist scheinbar die Auffassung hier. Aber schauen wir uns mal an, was das alles in die Charts macht. Wir sehen hier den Dow Jones, die Charts von Capital.com, hatte ich die letzten Male vergessen, komisch. Jetzt sehen wir, dass der amerikanische Index bei 24.030 Punkten ist. Nasdaq, S&P, Dow Jones ungefähr gleich. Der Russell 2000 ist es, der heute mit einer gewissen Stärke agiert. Schauen wir uns mal Le DAX an, der auch deutlich besser ist als die amerikanischen Indizes. Klar, er ist auch deutlich günstiger in der Summe. 10.633 Euro Dollar. Was passiert da? Wir haben wieder leichte Dollarstärke 1,0825. Was passiert bei The Gold? Da sind wir leicht so ein bisschen am Abwärtströpfeln und das amerikanische Crude Oil, das wurde schon angedeutet, hat leichte Probleme. Vor allem Brentöl ist heute sehr, sehr stark unter Druck. War zeitweise, glaube ich, 13%, 14%, 15% wieder in den Miesen, aber auch WTI hält sich nicht besonders gut. Es wird nämlich so sein, wie hier Heisenberg gezeigt hat, Heisenberg Report, auch eine sehr, sehr geile, sehr gute Twitter-Seite, hat gezeigt, ja, dass hier jetzt bald schon wieder die Rollungen beginnen, dass man praktisch von dem jetzt noch laufenden Kontrakt dann das ETF USO, das ja das maßgebliche Öl-ETF ist, dass dann hier dieser Kontrakt gerollt wird auf den nächsten Monat, sodass dann eben praktisch immer wieder neue Mitteilungen kommen. Leute, da wird praktisch im Stundentakt irgendwelche Änderungen bekannt gegeben. Das sei kein gutes Zeichen. Das ist auch kein gutes Zeichen für Öl, by the way. Da könnte noch einiges kommen. Die Frage ist, wie lange können sich die Aktienmärkte von diesen Dingen entkoppeln? Wie lange kann dieser Optimismus, der vielleicht eine gewisse Berechtigung hat, dass man sagt, es geht mal wieder irgendwie los, aber wann sind wir auf dem Niveau, ist auch nur annähernd, in dem wir vor der Corona-Krise gewesen sind? Und wie ist es dann in Relation zu den Bewertungen der Aktienmärkte, die historisch teuer sind? Und da muss also jetzt viel gut gehen. Es muss viel gut gehen, auch bei den Zahlen der großen Tech-Konzerne, die in dieser Woche berichten. Mal sehen, ob es gut geht. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Feierabend. Und ich nutze die Wärme nochmal, bevor das Wetter umschlägt, für einen Elbgang und berichte dann über den Schiffsverkehr und die Nachfrage nach Öl nochmal aus erster Hand. Bis dann. Servus und ciao.